Willkommen, bonjour und salut, willkommen in Paris, in der Stadt der Liebe und in der Stadt der Pizzen, und in der Stadt der Brüderlichkeit. Die Pizza Fraternité haben wir für unsere Arbeiter kreiert, die das Restaurant, das einzige Restaurant in Paris in der Bildmitte zu sehen, frequentieren. Was ploppt jetzt hier alles aus? Ah ja, genau, wir haben ja die Warenhäuser erforscht. Die Forschung ist jetzt abgeschlossen. Das Tutorial weist uns darauf hin, sagt uns auch, wie alles funktioniert. Das weiß ich. Das muss ich mir hier nicht durchlesen und euch nicht vorlesen. Und uns wird hier ein Warenhaus empfohlen. Ich stopp mal kurz und sag euch mal ganz, ganz kurz, worum es geht. Es geht darum, wir haben ja hier, die Boten holen sich ja im Moment alles ab beim die ganzen Produkte in der Markthalle, die weit weg ist, irgendwo im Stadtzentrum, dauert ewig und wir können die Qualität der Waren, der Zutaten auch nicht beeinflussen. Jetzt haben wir das Warenhaus erforscht, das ist das nächstgelegene Warenhaus, wir könnten auch ein anderes nehmen, aber das liegt halt um die Ecke, kann man auch über die Minimap leicht finden. Und wenn wir das jetzt hier anmieten, kostet 750 Euro, ist ein kleines Warenhaus. Durch Forschung kann man später auch größere bekommen. 1000 Kilogramm passt da rein an Zutaten. Ich pachte das mal. Da ist es jetzt. Klasse. Und wir könnten es, wie gesagt, später noch ausbauen. Es ist so noch angeben, welches Restaurant beliefert werden soll. Da haben wir natürlich das hier. Und ja, prima. Sieht gut aus, machen wir. Ich lass mal gleich weiterlaufen. Und jetzt sollten wir beobachten können, wie unsere Boten tatsächlich, oder wie unser Bote in dieser Schicht, wenn Nachschub benötigt wird, dann dorthin fährt mit seinem Karren und nicht mehr zum zentralen Lagerhaus. Übrigens, ich habe beim Folgenwechsel noch was ganz anderes bemerkt. Und zwar, ich hatte euch doch erzählt, ich zeige euch immer die aktuelle interne Arbeitsversion der Entwickler. Spiel erscheint am 22. März. In diesem Moment, wo ich das aufnehme, ist der 17. März. Und ich hatte euch ja gesagt, ich möchte euch gezielt auch auf Veränderungen aufmerksam machen. Ich habe da gestern lange mit dem Stefan Wirth, mit dem Game Designer, darüber gesprochen, worauf ich euch aufmerksam machen könnte. Und er sagte, das ist schwer, weil, viele liebe Grüße von ihm an euch übrigens, weil die Änderungen, die Entwickler im Augenblick vornehmlich machen im Moment, das sind vor allem kleine Veränderungen in der Verbesserung in der Performance, dass das Spiel noch ein bisschen flüssiger läuft, Ladezeiten verkürzt werden und so weiter, und kleine Änderungen im Balancing und hin und wieder mal so Mini-Bugs fixen, so Zeugs halt. Das ist alles relativ unspektakulär, aber von wegen, es kann sehr spektakulär sein, solche Veränderungen im Balancing, und das werde ich euch jetzt mal demonstrieren. Schaut euch das mal an. Ich rufe die Menükarte auf, ich war doch so stolz auf meine Pizza Fraternité und dass meine Arbeiter die lieben. Da ist sie, die einzige Pizza, und was sagen all die Leute? Beziehung und selbst die Arbeiter lieben sie nicht, die Pizza der Brüderlichkeit. Woher das kommt? Ich habe einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass halt, das ist eigentlich die plausibelste Erklärung, wenn wirklich alle Zielgruppen betroffen sind, dass sie hier was an der Preispräferenz gedreht haben. Noch kurz mal zur Erinnerung, die Entwickler sagen ja, dass sich jede Stadt, jede Map etwas anders spielt. Dass also die verschiedenen Vorlieben eine Idee anders sind, die Preispräferenz ist jeweils eine andere. Die wollen wirklich, dass jede Karte sich einen Ticken anders spielt. Und anscheinend sind die Pariser nicht so sehr bereit, Geld auszugeben für Pizzen als die Leute in Rom beispielsweise. Oder ganz im Ernst, die haben einfach irgendwas verändert, die Entwickler. Die haben einen Stellschrauben gedreht. Und deshalb mache ich Folgendes. Ich gehe mal mit euch gemeinsam in die Pizza-Backstube. Wir verändern aber nicht die Rezepturen. Wir holen uns nur die Pizza Fraternité, packen die uns, gehen in die Gewinnspanne im Augenblick 25, schauen mal, was hier links die Arbeiter sagen. Im Prinzip könnte man sich diese Pizza noch leisten, sagen sie, aber ich habe den Verdacht, das ist Quark. Ich drehe die mal runter, mache die mal von 25 Euro auf 19,85. Sowas in der Art. Wir speichern das ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch wirklich funktioniert. Lass mal weiterlaufen, gehe rein. Und. Ja, es funktioniert. Arbeiter und selbst die Touristen lieben jetzt wieder die Pizza Fraternité, und der Rest rümpft ein bisschen die Nase, die Bonzen und die Gruftis, aber die Studenten und Teenager, die rümpfen noch mehr ihr Näschen, aber entscheidend sind die Arbeiter, denn ihr wisst ja, das sind die, die hier hinkommen. Alles gut, alles repariert, und wir haben tatsächlich, ich habe euch demonstriert am lebenden Objekt, dass ich hier wirklich die aktuelle Arbeitsversion spiele und nicht immer die gleiche oder dieselbe Version. Und wir haben eine gemeine Falle, die Entwickler uns gestellt haben, im Balancing gemeinsam überwunden. Alles gut. Okay. Wie läuft's weiter? Gucken wir hier oben. Aktuell Qualitätsprobleme. Warenhaus ist gepachtet. Alles gut. Bla bla bla. Und wir müssen den Qualitätslevel im Warenhaus noch erhöhen.
Und das betrifft die Qualität der Zutaten dort. Das Problem ist nämlich folgendes. Ich habe gestern mit dem Stefan Wirth zusammen ein Tutorial-Video aufgenommen. Das bringe ich euch in Kürze. Da hat er mir das nochmal erklärt und ich spoilere das mal vorneweg. Auf dem Weg von einem Warenhaus zum Restaurant werden die Zutaten von der Qualität her ein bisschen schlechter. Die vergammeln quasi auf dem Weg. Kein Witz. Jetzt ist das keine große Entfernung, aber ein klein bisschen verrotten die trotzdem, wenn die mit dem Handkarren hier quer durch Paris transportiert werden. Da ist er, schaut mal, da ist unser Bote. Da ist er. Und deshalb verändern wir die Qualität der Zutaten, gehen hier in das Warenhaus rein. Wo haben wir das? Das ist wahrscheinlich hier unten, ne? Genau. Im Augenblick ist die Müllhaldenqualität eingestellt. Wie peinlich. Das heißt, die Mitarbeiter der Lagerhalle oder der Bote selber klaubt aus den Mülleimern raus, was dann nachher bei uns im Restaurant serviert wird. Igitt. Also wir gehen mal mindestens auf Großhandel. Das ist auch, glaube ich, das, was das Programm von uns wollte. Qualitätslevel Warenhaus. Ich stelle das mal ein. Qualität viel, viel teurer, Kosten ein bisschen teurer, aber geht, können wir machen. Ja, das Tutorial lobte uns. Das Baguette ist tot, lang lebe die Pizza. Das ist aber, ist das nicht eine Pulitzer-Tiere? Ist das nicht eine Abwandlung von irgendeinem berühmten Spruch aus der Französischen Revolution, wo mal irgendein König geköpft worden ist oder eine Königin und ein anderer König wurde eingesetzt oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das kommt mal vor wie ein historisches Zitat. Vielleicht mag einer von euch das mal googeln oder weiß das und postet das in den Kommentaren auf YouTube. So, unser Restaurant, Zutaten haben bessere Qualität, bla bla bla, die Pizza wird auf dem Markt akzeptiert. Ja, alles gut. Wir können im Prinzip so weitermachen. Wir müssen 100 Pizzen verkaufen. Und ich behaupte mal, das kriegen wir hin. Ich gebe ein bisschen Gas. Nee, aber ich will nur bis Mitternacht gehen, glaube ich, denn da war doch was. Wir hatten doch... So, jetzt kommt erstmal der Bericht rein. Ja, das ist ja, wir laufen ja hier am ersten Tag her. Das kann hier noch mehr Stühle aufstellen und so. Das kann noch ein bisschen verzerrt sein. Zulieferkette, da haben wir sowieso gerade geschraubt. Wir haben jetzt bessere Zutaten eingestellt. Status kritisch, ich glaube, das ist der Zustand, die Qualität der Zutaten steckt da drin, denke ich mal. Im Prinzip ist das okay. Können wir mit leben. Was wird uns hier links noch angezeigt? Ach so, das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Ehrlich gesagt, das hatte ich selbst noch nicht gesehen. Die Kommentare der Besucher darauf, was sie hier erlebt haben. Anfangs war das ganz krass. Da hatten wir noch das Lager noch nicht voll. Und dann konnten die Leute nicht bedient werden. Da waren die Wartezeiten natürlich schrecklich. Mittlerweile alles gut. Alles bestens. Wonach kann man das sortieren? Ah, verstehe. Und ihr versteht das sicher auch. Und was ist das hier? Wettkampf. Das ist unser Herausforderer. Die Pizza Pierre Claudin, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Die kommt wahrscheinlich noch ins Spiel. Die hat auch bislang hier noch nichts offen. Die wird also, das ist ein Spoiler. Im Rahmen dieser Mission wird dieser Gegner noch auftauchen. Der Monsieur Claudin. Jetzt wissen wir, dass wir einen Feind... Und guck mal, was der für ein Budget hat. Da müssen wir uns eventuell warm anziehen. Autsch. Und das ist so ein allgemeines Diagramm hier. Pizza verkauft, Zufriedenheit der Leute, Besucher, Angestellte. Okay, weiß Bescheid, danke, danke für die Infos. Wir hatten ja noch das Problem, dass wir hier noch einen zweiten Ofen reinstellen mussten. Wann ist das im Augenblick? Es ist geschlossen, perfekt. Wir gehen in den Architekten rein und kaufen jetzt den zweiten einfachen Ofen. Da ist er. Und stellen ihn hier dahinter. Passt das hier hin? Ja, ne? Kann der Koch da noch, passt er noch dahinter? Ach ja, wird schon klappen. So, und um 6 geht's wieder los. Der Pizza, unser einer Bote füllt schon das Lager. Den hatten wir ja eine Schicht vorher eingestellt. Und ab 6 geht's hier richtig zur Sache. Ich gebe mal richtig Gas hier. So, wir haben, das hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeschaut. Wir haben ja auch den Pizzakarren hier. Der Pizzawagen. Nee, den haben wir nicht. Wir könnten einen kaufen. Aha. Wir könnten noch einen Zusatzverdienst hier machen für 2500. Ja, das machen wir.
Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich entdecke ein Feature. Das machen wir doch sofort. Wir suchen uns einen, wir kaufen einen Pizzawagen für 2,5. Da ist er. Am Eiffelturm, nein. Direkt am Eiffelturm. Das ist ja cool. Aber ich würde da gern dieselbe Pizza verkaufen. Wieder so eine Arbeiterpizza. Geht die hier? Nee, nicht wirklich. Aber was für ein Standort. Touristen unmengen. Die kriegen wir eh nicht versorgt. Was soll man mit diesem einen Pizzawagen hier am Eiffelturm, wenn da 90 Leute Schlange stehen? Das ist eh Quatsch. Die gehen nur frustriert weg. Da haben wir nichts von. Ich suche mal, bevor ich hier... wie hübsch. Schaut euch das mal an. Oh, wie herrlich, wie nett. Direkt am Eiffelturm. Le Tour Eiffel. Wunderbar, traumhaft. Oh, da will ich unbedingt mal ein Restaurant haben. Aber bevor ich mich hier völlig verzettle, schauen wir uns noch die möglichen Positionen an. Wir machen mal nur die Arbeiternummer an. Achso, die Arbeit habe ich jetzt ausgemacht. Ich mache mal alles andere aus. Nur die Arbeit. Das sieht schon mal gut aus. Das ist also ein Platz an einem Fußballstadion. Direkt in die Mitte, da kann niemand an uns vorbei. Ja, das ist doch perfekt. Das ist die perfekte Position. Und wo von 6 bis... Ja, dann würden wir diesen Tag hier noch nicht mitnehmen, aber können wir machen. Von 6 Uhr an. Machen wir. Da steht er jetzt. Hat sofort auf. Und, Menükarte. Ja, Touristen und Arbeiter. Ach, die Touristen. Wir hätten ihn auch an den Eiffelturm stellen können. Hätten wir machen können. Aber jetzt stehen wir hier. Ich habe keine Lust hier. Achso, und was wird uns hier angezeigt? 9 bis 18 Uhr. So, 6 bis 15. Ja, das ist perfekt. Genauso machen wir das. Alles gut. Ah nein, jetzt hat sich, nachdem ich die Versionsupdate hatte, ich hatte, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, ich hatte das Programm nochmal neu gestartet, ich hatte eine Pause zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier von 2 Tagen. Und nachdem ich die neue Version gezogen habe, hat sich schon wieder der Name unseres Unternehmens geändert. Grrr, den hatte ich doch zuletzt geändert in irgendwas mit Bull. Das ist aber, ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, dass es in eurem Spiel genauso sein wird. Das ist tatsächlich hier nur, das hat was mit meiner gesonderten Situation zu tun, dass ich halt ständig neue Versionen bekomme und dann immer wieder aufnehme und dann neu lade und so weiter. Die Leute stehen Schlange, geben auch ihr Geld ab. Was mir hier noch fehlen würde, ich hätte ja so einen Mitarbeiter, den ich sehen würde, der dahinter steht. Den kann ich jetzt nicht sehen, oder? Nee. Ich hätte sogar gerne eine Figur, eine animierte Figur, der da steht. Ich habe das Gefühl, wir machen richtig Umsatz hier. Kann das sein? Das ist natürlich alles hier oben in unserer Wertung. Kommt das mit rein? So, den will ich jetzt mal mitnehmen. Ein Bonzer. Ob der zufrieden sein wird? Und hat er ausgegeben? Ja, ist auch sofort bedient worden. Alles gut. Alles bestens. Die Leute flitzen hin und her. So, jetzt aber zurück zu unserem Restaurant. Wir sind in der Minikarte. Ihr seht es hier unten. Und da ist unser Restaurant. Ist auch hier alles gut. Die Verbindung funktioniert zum Warenhaus. Alles bestens. Wir werfen einen Blick rein und checken, wie voll die Zutatenlager sind. Leute, das hat sich echt gelohnt, dass wir hier das Warenhaus haben. Und Checkliste, alles in Ordnung. Lager ist ziemlich voll. Alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Wir haben nur 3 Zutaten. Das hilft uns echt, dass wir immer alles auf Lager haben. Dass ja nicht eine Zutat alle geht. Das ist echt super. Oh, schon wieder ein Tag vorbei. Schon wieder eine neue Statistik. Und Zutatenqualität ist schlecht. Hier auch die Pfeile kann ich nicht anklicken. Die müssten sich auf die Restaurants eigentlich beziehen. Warum ist die Quote hier so schlecht? Worauf bezieht sich das? Das verstehe ich jetzt nicht. Da müsste ich mal den Stefan fragen. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Oh, schaut euch mal hier. Das ist ja interessant. Kann man hier ausklappen? Ach, so viele Kommentare sind das jeweils, die diese Sache hier gesagt haben. Also die Leute, die unsere Serviceerlebnis loben. 74% aller Leute, die das sagen, sind Arbeiter, beispielsweise. Interessant. Und wer unsere Wartezeiten schrecklich findet, das ist ein einzelner Student,
Der hat wohl irgendwann mal gebummelt. Er wollte unbedingt zur Universität aber wichtige Dinge erledigen. Vermutlich ein Flirt oder ähnliches. Und war frustriert, dass er nicht sofort hier zum Zuge kam. Also bei uns, in der Pizzeria. Das ist ja echt interessant. Und wem schmeckt unsere... Die Arbeiter sind total happy hier. Die lieben unsere Pizzen über alle Maßen. Wunderbar. Der Feind, der KI-Konkurrent, hat immer noch nicht aufgemacht. Hat immer noch ein festes Budget. Bei uns wächst das Geld allmählich an. Also ich verstehe das im Augenblick nicht. Wenn das einer von euch glaubt, erraten zu können, was das bedeutet, gerne posten. Hier unten sind die Werte alle prima. Alles okay. So, ich gebe mal wieder ein bisschen Gas. Ich gebe noch ein bisschen mehr Gas. Denn es geht ja erst weiter hier mit der Story. Sobald wir 100 Pizzen verkauft haben. Gott, wie schnell die Leute hin und her flackern. Guck mal, wie das Laub der Bäume wieder zittert. Das ist ja ein Wunder, dass die Blätter überhaupt an den Bäumen haften bleiben. Die müssen sich eigentlich schütteln. 52 Pizzen verkauft. Links seht ihr richtig, wie die Uhr runtertackert. Und eins muss man dem Programm echt lassen. Hohe Geschwindigkeit ist hohe Geschwindigkeit. Ich werfe nur mal einen kurzen Blick rein ins Restaurant. Ich finde, so spielt man doch nicht. Wenigstens mal einmal reingeguckt. Also Tisch einmal definitiv genug. Wenn ihr euch das mal anschaut, ich glaube, selbst zu Stoßzeiten sind die Tische wahrscheinlich nicht alle belegt hier, oder? Weil sind die Hauptstoßzeiten hier mittags. Na, das jetzt natürlich nicht. Ich gebe nochmal Gas. Wir werfen mal von oben immer einen Blick rein. Hier ist echt relativ wenig los. Nur wieder kommt mal ein Gast. Vielleicht sollten wir auch mal Werbung machen. Weniger Besucher als vorher. Warum? Wieso? Ich glaube, ich mache Werbung. Ich investiere mal Geld in die Werbung. Oh, die müssen wir erstmal freischalten durch Forschung. Das ist die Forschung, genau. Werbeflächen. Auch wenn das Tutorial uns nicht dazu aufgefordert hat, ich will hier Werbung betreiben. 7.500 Euro aus dem Fenster gehauen. Sehr, sehr gerne. Lass mal gleich weiterlaufen. Hoffentlich ist das nicht das Geld, was uns gleich fehlt im Kampf gegen unseren KI-Konkurrenten. Das wäre bitter. Dann würde ich alt aussehen. Noch ein bisschen älter, als ich ohnehin schon aussehe. Das wird mir nicht gefallen. Was ist passiert? Ich habe doch ein Plopsen gehört. Ach, da oben. Alles okay. Ah nee, da war ein Plopsen. Das ist die Forschung. Ich habe die Forschung verpasst. Okay, dann stoppen wir mal und gucken uns das an. Forschung haben wir absolviert. Und wir überlegen uns, wo wir hier noch ein bisschen Werbung betreiben können. Für unser... Sollen wir das Restaurant bewerben? Oder den Pizzakarren? Das Restaurant. Weil da sind die Tische ja leer. Beim Pizzak... Ja, die Tische sind nicht komplett leer, aber es ist auf jeden Fall Platz. Also jetzt irgendwo hier zum Beispiel, hier so ein angeworben, das wäre okay. Jetzt ist die Frage, was nimmt man für eine Litfaßsäule, eine in der Nähe oder eine weiter weg? Im Prinzip kann man auch eine nehmen von weiter weg, kann sich die holen und die Leute dann quer durch die Stadt zum Restaurant schicken. Das kann man durchaus machen. Und das scheint mir sogar etwas cleverer jetzt zu sein als eins... Direkt neben unserem Restaurant hier. Denn ihr seht ja selber den grünen Einzugsbereich. Das ist irgendwie Quark hier, direkt um die Ecke. Ich suche mal. Wir haben ja die Arbeiter-Spezialpizza. Oder wir können auch natürlich auch die... was wir auch machen können. Wir können uns auch überlegen, ob wir nicht vielleicht die Touristen vom Eiffelturm zum Beispiel hier hinschicken. Dann wäre aber unser Laden sowas von proppenvoll. Weil die könnten die Pizza auch lieben. Das wäre doch heftig. Aber mögen die denn den einfachen Einrichtungsstil? Die Touristen, ich kann es mir nicht vorstellen. Sie würden ihn in Kauf nehmen. Nee, komm, wir machen das weiter mit den Arbeitern. Hat aber gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe mal die Litfaßsäulen der Reihe nach durch. Das geht vermutlich über... Gibt es hier einen Pfeil? Nein, man kann sich die nur einzeln angucken. Ja, wir können die nur einzeln angucken. Und wie sieht es mit der aus? Die ist doch direkt an der Fabrik. Aha, das ist ja interessant. Diese Litfaßsäule hier, direkt an dieser Fabrik gelegen,
könnte hier Leute rüberschicken und ist ein Stück noch entfernt von uns. Das ist doch gut, das machen wir. Das kostet uns 683. Und ja, wir wollen gezielt dieses Restaurant hier bewerben. Das ist gut, wird's genauso gemacht. Klasse. Prima. Und ja, jetzt, ich bin gerne bereit, noch mehr Geld aus dem Fenster zu hauen. Vielleicht finden wir noch irgendwo, das ist ja hier der absolute Kartenrand, noch irgendwie irgendwas anderes, eine Lit, was soll das hier aussieht, nach Arbeitern. Ja, also die ja definitiv nicht. Was ist mit der hier neben dem Hotel, das ist eher eine Touri... Ja, ich lass mal weiter nur die Arbeiter aktiviert. Dann haben wir schneller eine Orientierung. Das hier ist ganz weit weg. Ja, ein paar Arbeiter, aber nicht so wirklich. Das ist die, die zu dicht bei uns dran ist. Ich könnte mich auch hier über die Minimap voranhangeln, aber ich finde, das geht auch so. Die ist direkt am Fußballstadion. Ja, die bringt Arbeiter. Die bringt Arbeiter, nicht zu knapp. Die können wir anbieten. Einmal so, ist auch nicht zu weit weg. Ist okay, machen wir. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Das ist die eine direkt an der... Ach, schaut mal hier, die Konkurrenz ist da. Unser KI-Konkurrent hat seinen eigenen Pizzakarren. Wisst ihr was? Dem locke ich die Leute weg. Dem locke ich die Leute weg, indem ich diese Litfaßsäule gezielt anmiete. Naja, aber was bringt mir das? Mir bringt's nichts. Kann ich ihm Leute weglocken? Die vielleicht von hier aus... Das wäre natürlich sehr gemein, ne? Wäre gemein. Kann ich machen, aber machen wir vielleicht später. Machen wir vielleicht dann, wenn wir ein Restaurant von ihm entdeckt haben. Hier sind es nur 5, das lohnt sich ja gar nicht. Aber die ist andererseits auch sehr preiswert hier. Die können wir auch, aber... Also eine hätte ich jetzt noch gerne. Komm, eine Litfaßsäule noch mit... Entschuldigt bitte, mit vielen Arbeitern, mit vielen Touristen, was auch immer. Ich mache mal die beiden Gruppen hier an. Kommen sie ziemlich alle hin. Touristen und Arbeiter. Ja, dann nehmen wir die. Kostet 474. Ist ein Stück entfernt, aber es finde ich trotzdem gut. Machen wir. Jetzt haben wir wie viele? 2 Stück. Das sind jetzt noch die beiden am Eiffelturm hier. Ja komm, wir klauen dem die Touristen hier weg. Boah, ist das teuer. Das geht aber schweinemäßig ins Geld. Ich nehme mal nur den direkt davor. So, und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verpokert. Ich lasse mal weiterlaufen. So, die Leute kommen jetzt hier hin, an die Litfaßsäule, sehen die, reagieren mit Daumen hoch und drehen sich um. Schaut mal, die Leute mit dem Pizzasymbol, das ist ja, das klappt. Die Leute, die eine Pizza haben, Pizza über dem, mit dem Kopf haben und Hunger haben, sehen die Litfaßsäule, reagieren mit Daumen hoch, nehmen sich die nächste U-Bahn, diese Dame hier zum Beispiel, mal gucken, ob die zu uns hinläuft. Oh, hier wird sogar angezeigt, die war schon mal eine Kundin bei uns. Und will jetzt nochmal zu uns. Haben wir die dank der Litfaßsäule abgefangen und jetzt zu uns rübergeschleppt? Auf jeden Fall jede Menge Pfeile, die zu uns hinweisen. Hoffentlich verpokern wir uns nicht, dass wir jetzt zu viel Geld ausgeben für die Werbung. 4 Litfaßsäulen habe ich angemietet. Boah, da haue ich das Geld aber aus dem Fenster. Kosten seht ihr selber, das läppert sich ganz schön zusammen. Wir könnten auch eine allgemeine Marketingkampagne machen. Was das ist, zeige ich euch ein andermal. Also ein Schritt nach dem nächsten. Das muss erstmal genügen. Und ich behaupte mal, das genügt auch für diese Folge hier. Ich habe euch hier lang genug jetzt hier aufgehalten. Vielleicht wollt ihr jetzt mal selber eine Pizza essen gehen oder was auch immer. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Nächste Folge, habt ihr ja schon mitbekommen, dauert nicht allzu lange. Ihr müsst nicht ewig warten und ich freue mich schon darauf, wenn es weitergeht. Und worüber ich mich auch freue, ihr hört es, meiner Stimme geht es endlich etwas besser. So lange war ich krank. Und jetzt trägt meine Stimme besser und ich kann euch ein bisschen besser noch unterhalten. Das freut mich sehr. Kurze Erinnerung, Livestream, wisst ihr ja, 20. März, abends, 19:30 Uhr, ist schon sehr, sehr bald.
auf meinem Twitch-TV-Kanal. Pizza Connection 3. Ich bin in Wiesbaden, Stefan Wirth an meiner Seite, der Game Designer. Wir zocken mit euch. 2 Tage vor Release. Pizza Connection 3 in der fast fertigen Release-Version. Könnte ein schöner Abend werden. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ade, euer WB. Au revoir.